So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Heute ist Mittwoch. Normalerweise gäbe es heute Raider Mittwoch, es gibt aber diese Woche keinen Raider Mittwoch. Ich werde das zwei Wochen lang sammeln und nächsten Mittwoch vielleicht raushauen, denn diese Woche ist jeden Tag ja ein anderer Raid-Boss da. Montag war Darkrai da mit einer Raid-Stunde 18 Uhr, Dienstag war es Cresselia. Heute ist das Seentrio da, wir laufen gerade zu einem West-Brit-Raid. Am Donnerstag ist Heatran in den Raids und am Freitag Giratina. Bevor dann Samstag, Sonntag die Sinnoh-Tour ist und man halt die Jalga-Palkia in den Urform bekommen kann. Und jeden Tag ist ja auch jetzt von Montag bis Freitag extra eine Raid-Stunde 18 bis 19 Uhr. Mein Plan war es ja, das komplette Seentrio einzusacken am Mittwoch. Deswegen machen wir jetzt den Westbrit Community Raid. Und ich habe heute früh, nee, gestern Abend, dank Ab ins Tierheim ein Selfie-Raid machen können. Der hat den in die Raid-Gruppe gepostet. Ich habe mir einen Fan-Raid-Pass angespart. Habe ich dann mitgemacht. Den Kampf habe ich vielleicht hier nebenbei sogar eingeblendet. Habe mir da den Pokédex-Eintrag geholt von Selfie. Bin mit Selfie jetzt also ausgestattet. Mach jetzt Westbrit. Dann kommt das Video online. Heute Abend muss ich dann noch Tobutz machen. Mal gucken, wer da einladen kann zu Tobutz. Und das seht ihr dann im Heatran-Video. Da machen wir es so wie heute, damit ich das bis 15 Uhr vielleicht online haben kann. Denn Tobutz kann man dann erst abends machen. Und das würde dann heute nichts mehr werden mit dem Video. Wir sind jetzt hier im Englischen Garten. Hupsi ist auch dabei, Jonas ist dabei. Haben wir einen Spaziergang gemacht. Laufen jetzt hier zum Johannes Brahms-Denkmal. Dann zeigen wir euch mal, wen wir einladen, wer alles mitmacht und vor allem, ob wir es fangen und ob es ein Shiny wird. Was? Stimmt. Jetzt wollte ich dahin laufen, aber die Arena ist doch da oben. Das sieht doch auch viel besser aus, da wo das blaue Ding rumfährt. Jonas Schatz, alles Gute. Wie der schläft. Also ich höre ja natürlich, dass er schläft, das ist es ja. Der hat nämlich eben, hat er noch Hallo gesagt und jetzt schläft er schon wieder, damit er verpasst immer die ganze Action. Da ist die Arena. Hupsi sitzt schon mal dort. Gibt ihr noch lauter wie so kleine, weiß ich nicht, Sockel, wo Skulpturen drauf waren, irgendwelche Denkmäler, Grabstätten. Da sind Särge, Steinsärge. Hier sind auch noch mal so, ne, alles voll. Und hier haben sie einen Baum umgemacht. Guckt euch mal an, wie fett der war. Naturin würde wieder sagen, der Vollfettbaum mit Getränkehalter. Das ist ganz wichtig. Und dann liegt der jetzt einfach. Da würde Naturin drin übernachten, weil der ist ja alles Penner. Der Überallpenner, genau. So rum. Ich bin der Überallpenner, sagt Naturin. Und hier seht ihr den Rest vom Baum. Der war nämlich schon ein bisschen morsch. Man hat hier einiges verloren. Hier vorne auch. Auseinander, alles brachial. Jetzt laufen wir aber auch schnell da hoch, weil wir müssen ja noch zeigen, die Konda und wen wir einladen. So, ich habe euch mal kurz hier auf die Mauer gestellt. Jetzt gehe ich mal hier drauf, setze da einfach noch was hier in die Arena rein, gehe mal zurück in den Community-Tab bei YouTube. Muss ich jetzt hier, dann muss ich dann aber da hier, dann muss ich da hier rüber, muss da hier. Dann seht ihr, ich habe Konda-Listen für alle drei Pokémon wieder gepostet. Obwohl ihr ja eh nur den einen Tag heute Zeit habt, aber vielleicht für manche wird das bei Tobutz vielleicht noch was helfen. Das Ding ist, die sind eh alle vom Typ Psycho. Mein Tipp war immer, nehmt eine Unlichtarmee wie Despotar. Nehmt einfach Despotar, Despotar, Despotar. Nicht mit Biss Knirscher, sondern mit Biss und Wirbel habe ich das genommen. Wir brauchen jetzt 1747. Oder 2184, dann haben wir ein relativ gutes. Und wenn ich jetzt hier reingucke in die Raid-Gruppe, sehe ich, wir brauchen Creeper, Fabi Boy, Henry, Nikki, Borki, Xaim und Fire und Genaya. Die werden wir alle einladen und dann mit denen den Raid machen. So, jetzt kurz warten. Es dauert noch eine Minute, bis der aufgeht. Und solange könnten wir uns dieses Reh da hinten mal anschauen. Hier ist das Reh aus Holz, eine kleine Rehskulptur. Die habe ich mal eingereicht als Pokestop, ging aber nicht durch. Wenn wir jetzt hier durchlaufen, seht ihr das, was ich meine oder gemeint habe vorhin, dass hier überall so, ja,
wie so Grabmale, Gräber, Särge, Steinsärge, Skulpturen, Sockel, alles verwildert, alles vermodert. Hier stand auch mal was drauf, kannst du nicht mehr lesen. Hier Stolperfalle, sinkst du eigentlich im Boden. Oder da hat einfach einer hingekackt, das kann auch sein. So, der Raid ist jetzt auf, ich habe meinen Standort nochmal gewechselt. Befinde mich jetzt in der Pupsi-Zentrale, deswegen werfen wir jetzt mal die Pässe ein. Ich glaube, ich habe 6 oder 7 Leute. Du könntest noch 3 einladen, wenn du noch jemanden hast, der gerade online ist oder der mitmachen möchte. Haben wir Borki, Fabi, Bob, Shenaya, Creeper, Henry, Niki, X-I'm on Fire fehlt noch. Eigentlich hätte ich den einladen können, dann hättest du die Shenaya nehmen können, aber jetzt habe ich die Shenaya schon eingeladen, das heißt, ihr müsst noch mal warten. Beim Samyang lade ich keinen ein. Ich kann euch aber mal sein Team sagen, Skelabra, Skelabra, Gengar, Skelabra, 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 also alles was Geist hat, weil Geist gegen Psycho passt auch. Hier haben wir Despota, Hundemon, Skelabra, Gengar, kein Mega-Gengar, könnte man aber zu einem Mega-Gengar machen. Jetzt brauchen wir noch den X-I'm on Fire und ich gucke auch mal, ob ich noch jemanden finde, der online ist. Hier Jollix, Flex, Wanne, ab ins Tierheim, Grüße gehen raus und zurück. So, das müsste für mich, wie gesagt, der neue Pokédex-Eintrag sein. Dann habe ich 2 in diesem Video vom Seen-Trio und 1 kommt morgen beim Heatran, ja. Frage mich schon, ist einer deiner Community? Wer? Ich habe Taki, schön Brunnenfeld, jetzt muss ich... Ich kann ja mal durchgucken, wen ich kenne und wen ich nicht kenne. Hans Hubert Hase sagt mir zum Beispiel nichts. KG Schönbrunn kenne ich auch nicht. Ist bestimmt der, der mit dem Ding dort rumfährt die ganze Zeit. Tuff Kaloy kommt mir irgendwie bekannt vor, aber vielleicht, weil das irgendwie ein Name ist, der irgendwo anders herkommt. Ist bestimmt wieder so ein Anime-Charakter. Wer kennt ihn nicht, den Tuff Kaloy? Ansonsten ja, Schönbrunn. Da hat der Philipp mal gewohnt. Da ist auch die Gewürzmühle. Kennt ihr die Fuchsgewürze, die es überall zu kaufen gibt, von der Gewürzmühle in Schönbrunn? Da kommt der wahrscheinlich her und ist hier im Raid dabei. Obwohl, es hat sich doch der Immens Jens hat sich doch angemeldet und hat dann irgendwas geschrieben mit +2 Accounts oder so. Und ich glaube, der hat sogar Tuff Kaloy dann hingeschrieben, hat Immens Jens rausgenommen, Tuff Kaloy reingeschrieben, +2, dann müsste es ja der Schönbrunner und der Hans-Dieter Maulwurf sein. Also die scheinen aus der Umgebung zu kommen. Der hat auch gestern immer gefragt, ob man noch einen zweiten Community Raid machen mit Cresselia in Meiningen. Und der kennt das halt hier. Ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber der ist gestern schon aufgefallen. Fällt heute auch wieder auf. Der fällt um wie der Baum und fällt auf, weil der Baum umgefallen ist, ist er aufgefallen. Versteht ihr das? Mit dem Loch drin. Wenn der Immens Jens auch ein Loch hat, dann schreibt es in die Kommentare. Das muss ja immense Dimensionen annehmen. Du fragst dich jetzt bestimmt, was redet der? Ist doch immer so. Pupsi fragt sich gar nichts mehr. Die hat, irgendwann ist der Punkt, dann fragst du gar nicht mehr, dann willst du auch die Antwort schon gar nicht mehr wissen. Du brauchst keine Gründe mehr, du brauchst gar nichts mehr. Jetzt könnte ich aber bestimmt den schönen Brunn adden, weil er so einen schönen Namen hat. Den schönen Brunner Namensvetter. So, 1704. Guck mal, der ist außerdem gelb. Der ist gelb, den adde ich jetzt, weil er ein schöner Brunn ist. Hat das jetzt gezählt? Sieht aus, als hättest du das einfach wieder zurückgenommen. Wie viel hast du? 1731, na toll, und ich habe 1707. 1731 ist sehr gut, weil 1747 ist ja, glaube ich, das 100er. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das irgendwie eintöten. Ich fand gestern Abend schon Selfe sehr schwer zu fangen, weil der Kreis irgendwie sehr klein ist, beziehungsweise klein sein muss, weil ich immer irgendwie zu kurz werf oder zu weit drüber, weil der auch immer zu hoch und runter geht. Ich meistens nicht gewartet habe, bis der angegriffen hat. Ich mich drauf verlassen habe, dass ich genügend Bälle habe, dass er irgendwann drin bleibt. Jetzt habe ich auch wieder drüber geworfen.
Bei allen anderen musst du richtig immer schön curven, musst ausholen, musst das wegziehen, damit das überhaupt bis zum Pokémon hingeht. Das ist wohl eins, was sehr nah dran sitzt. Es war schon wieder drüber. Ich habe richtig lasch einfach nur so gemacht. Und es war zu weit. Aber er ist drin. Es war zu weit, er ist drin. Also bei den Dingern habe ich absolut keinen Plan, wie man überhaupt wirft. Jetzt ist es hier drin. Sieht aus, als würde ich einen Finger zeigen, genau. Ist natürlich schlecht. 2 Sterne, 14, 12, 10, Mining, zack, nehmen wir mit. Dann war es was mit dem Video. Dann kommt morgen noch Heatran und Tobutz. Wenn jemand einlädt für Tobutz heute Abend. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.